Und damit willkommen zu meinem neuen Projekt hier auf meinem privaten Kanal, Evokai LP. Wir spielen Kirby's Dream Land als Kurzprojekt. Und ich würde mal sagen, wir fangen direkt an mit Stage 1, Green Greens. Oh ja. Erschien für den Gameboy und Kirby kann hier rein gar nichts außer saugen. Er konnte noch nicht die Fähigkeit mit anderen kopieren. Tut dem Ganzen aber keinen Abbruch. Immerhin kann er schweben. Oder fliegen. Oder was auch immer. Und ich kann auch direkt mal prompt in einen Gegner reinspringen. Dann füllen wir uns doch direkt mal wieder auf. Macht ja auch Spaß. Und, ja. Oh Gott, was habe ich das früher durchgesuchtet? Das, geht unter keinen Kurort mehr. Aber ich werde jetzt hier nicht so durchrushen, wie ich es sonst immer gerne tun würde. Mein Pet, spinnt auch gerne. Naja. Wir genießen dieses Spiel mal. Es wird ein Kursprojekt, mein Gott. Und ein Bombenfutzi. Na komm, schmeiß deine Bomben. Gib her. Bam. Einfach die Bomben aufsaugen und gegen ihn schießen. Aber das ist nur ein Zwischenboss, kein Endboss. Und weg. Apple. Einfach mal alle Gegner hier einsaugen, die ein... in die Quere kommen. Und eine ganze Kuh. Plus noch was anderes. Ich habe nicht gesehen, was es war, aber... was soll's. Und Soundtracks? Es wird schon werden. Hoffe ich mal. Warum knarrt der Sound so? Ich habe keine Ahnung. Wir machen das Beste draus. So, Kuh, du gehst weg und wir gehen hier rein. Ach, ist Kirby nicht schön. Und ja, in Schwarz-Weiß. Wie gesagt, erschien für den Gameboy 1992. Mein Gott. Ganz schön alt. Ja, ich bin mal gespannt, wie viele Parts das werden. Ja, toll, die Tomate hätte ich mir geschenkt. Ja. Genau deswegen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ab welchem Teil Kirby Fähigkeiten kopieren konnte. Bei Kirby's Adventure für den NES konnte er das. Na, ja, das war ja sehr intelligent. Ja, wir müssen Äpfel einsaugen und ihn damit angreifen. Recht simpel. Ach, jetzt spuck aus. Wow. Also der Gegner ist echt keine Herausforderung. Das war's. Der Kirby Dance. Ja. Schön. Castle Lololol oder so. Naja. Fakt ist, wir gehen ins Schloss und Frame-Einbrüche mal wieder. Das Mikro des Verderbens und Lag des Verderbens und überhaupt, alles verdirbt mir hier was. Au. Toll, hätte ich gar nicht hier reingehen müssen. Denn wir müssen hier rein. Bah, ich würde nie im Leben Spinnen essen. Aber Kirby scheint es ja zu schmecken. Da bloß, na du verdammte Maske. Welche Tür war das nochmal? Ich glaube die hier. Ich hoffe. Oder war es eine andere? Es ist so lange her. Mein Gott. Ach, ich kann gar nicht mehr durch die Tür. Das ist schön. Dann schauen wir mal nach dem anderen Ausgang. Nee, Moment. Wir warten und jetzt hoch. So ist es doch schön. Unverwundbarkeit müsste das sein. Aua. Ja. Jetzt könnt ihr mir gar nichts. Und durch die Tür. Ja, jetzt können wir eigentlich den Gegner hier anspringen und uns passiert rein nichts. Und ab geht die Post. Gleich ist schon wieder Bosszeit. Na. Dich erwische ich noch. Ja, mit einer Kiste und Schuss. Das hier ist auch nur ein Zwischenboss. Der schon längst besiegt ist. So, durch irgendeine Türe. Das wäre übrigens egal, durch welche Tür man geht. Hauptsache. Man geht durch eine Tür. So wie die. Ich glaube, ich würde das Durchgehen aufnehmen. Und dann mal schauen. Wie lange das wir... So, welche Tür war es hier nochmal? Ich gehe mal hier durch. Nein, das war die falsche. Oh, so viele Türen, da kann man sich nur schwer entscheiden. Wow. Du Sau. War das die? Yep. Das sieht doch schon richtig aus. Und Bosszeit. Das gleiche Spielchen wie beim Zwischenboss. Wir müssen uns die Kisten schnappen und sie damit angreifen. Bam. Recht einfach das Ganze.
Nach, jetzt habe ich es runtergeschluckt. Wollte ich eigentlich gar nicht. Und tschüss, der erste ist down. Hopp. Ah, nicht mehr erwischt. Ah, den kriege ich nicht mehr. Na komm noch mal irgendwo, wo ich dich erwische. Ja, da unten. Das machst du mit Absicht, hör mal. Da. Kavotzdis hat noch gesessen. Und das auch noch. So, ein Treffer noch und dann ist dieser Gegner Geschichte. Ja, Stern einkassiert und zack. Mhm. Und Lag. Mein Gott. Float Island. Oh, wir dürfen angeln. Hm. Schön. Eek. Ja, Kraken. Schade, dass die noch, dass man hier keine Fähigkeiten einsammeln konnte. Vor allem, dass man... Vor allem, ich bin das jetzt inzwischen gewohnt. Au. Dass Kirby, ja, Fähigkeiten kopieren kann. Wow. Deswegen, no, ich lasse mich auch von allem treffen. Hala, übers offene Meer. Quallen oder Kraken, was auch immer. Wow. Und zack. Schön die Gegner töten. Und irgendwie spinnt der Sound gerade. Das ist nicht gut. Wir müssen in den Berg. Wow. Beziehungsweise nein, es ist eher ein Baum. Ach, ist auch egal. Fakt ist, wir müssen da durch. Um Energie zu bekommen. Ist das nicht schön? Man kann nie genug Energie haben. Aber ich finde Kirby, die Reihe, ist recht einfach. Oh Gott, das sage ich und sterb hier beinahe. Das wäre dann der Vorführeffekt. Und da oben ist eine Maxi-Tomate. Ja gut, die brauche ich ja eigentlich so gesehen nicht. Aber ich nehme sie mit. So, wo war hier nochmal der Ausgang? Und warum leckt der Sound? Das ist doch ekelig. Das Spiel steht unter keinem guten Stern. Aber, es wird schon werden. Ach, Schutt... Nee, hä? Ach so, ich denke mal, es ist Schutzschild. Also, was haben wir hier nochmal drinne? Da gehen wir nochmal rein. Energie und ein Leben. Ja gut. Leben kann man immer gebrauchen. Und ja, für den Sound tut's mir leid, aber... Ich weiß nicht, woran es liegt. Oder vielleicht habe ich nur ich die. Wer weiß, das werden wir ja sehen in den Aufnahmen. Showtime, nach oben. Ach, ab mit dir auf den Wal, der uns prompt weiter wegschießt. Hm. Über den Wolken. Wow, ich dachte, das Vieh erwischt mich. Oh, jetzt ist Boss-Time. Der recht einfach ist. Ein Zeppelin, der uns abknallen will, aua. Und das auch noch schafft. Naja, wir halten einfach mal wie bekloppt drauf. Wow, wow, wow. Ah, Bruder, ich, was meinst du? Na, jetzt kannst du auch mal sterben. Das geht doch. Und damit ist auch dieses Level beendet. Ich bin so gut. Und pass auf, in irgendeinem Level sterbe ich dann wieder. Bubbly Clothes oder so. Schön, schön. Und es leckt. Lalala. Ach ja, ich liebe Kirby. Nein, nein. Und was sag ich? Kaum erzähle ich von Sterben, passiert es. Toll. Ich bin so dumm. Ja, genau. So, aber nochmal mache ich diesen Fehler nicht. Das wäre ja noch schöner. Jetzt habe ich mal gedacht, ich könnte einmal nicht failen. Und was ist? Ich fail, also... Euch lasse ich doch jetzt einfach mal in Ruhe. Sag mal! Komm, dich will ich auch noch weg haben. Ich brauche Energie. Ganz schnell Energie. Ja, genau. Wir warten mal. Und gehen durch. Komm, jetzt gib mir mal etwas Energie. Bitte. Wow. Stirb. Naja. Normalerweise würden wir jetzt diese Fähigkeit bekommen. Wenn Kirby da schon diesen Teil könnte. Und Handystörung. Wow. Wow. Einfach mal den Gegnern ausweichen. Das wird schon. Wow. Hinhauen. Alter. Hey, euch lasse ich in Ruhe.
Aha. So einfach ist das. Bitte ein bisschen Energie. Die ich hier mal eben nicht krieg. Ich bin so tot. Oh Gott. Oh Gott. Bitte, Energie. Tut mir den Gefallen. Aber wohl eher nicht. Wir gehen einfach mal weiter. Oh Gott, ich bin so tot. Wow. Oh mein Gott, ich habe nur einen Balken. Ich bin mich voll in die Fresse. Habt ihr das gesehen? Verdammt. Ich frage mich, ob Sascha, weil ich weiß gar nicht, ob Sascha hier gestorben bin in dem Spiel. Ich glaube, ja doch. Das fängt ja gut an. Aber immerhin haben wir jetzt volle Energie. Und können uns das jetzt ruhig angehen lassen.